Früher haben sie zusammen mit ihren Geschwistern oder in der Schule Musik gemacht. Und sie alle verbindet eine weitere Leidenschaft, handgemachte Musik. Die Band Camp aus Langendorf bei Stralsund hat sich im Jahr 2014 gegründet, allerdings in einer anderen Besetzung. Camp, da haben wir auch lange überlegt, wie wir uns nennen wollen. Und irgendwie haben wir dann mal die Anfangsbuchstaben, unser Vornamen durcheinander geschüttelt. Und dann kam nachher ein Camp, da hätten wir gleich drauf kommen können, sind wir aber nicht, Camp raus. Damals war da noch eine Claudia bei mit C, ein Andreas mit A, ein Micha und ein Peter, mein Bruder. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Jetzt ist eigentlich Axel für A, und aber Silvia für das C eingesprungen. Eigentlich hätten wir jetzt Semp heißen müssen, aber wir haben es bei dem Namen belassen, weil wir darüber dann auch firmieren. Ob im Bürgergarten Stralsund, beim Picknick im Park in Putbus, auf Hiddensee oder beim Parkfest in Grimm. Camp kommt viel rum in der Region und spielt sowohl bei Stadtfesten als auch kleinen Firmenfeiern. Es geht den Vieren nämlich nicht darum, Geld zu verdienen, sondern in erster Linie um den Spaß an der Sache und die Unterhaltung. Das ist eigentlich kein Schwerpunkt. Wir machen eigentlich das, was uns Spaß macht. Wir können natürlich nur nicht alles machen. Wir haben dann manchmal auch Songs, wo wir dann sagen müssen, okay, das legen wir beiseite, das ist nichts für uns. Man muss dann auch schon so selbstkritisch sein und sagen, das passt nicht, machen wir nicht. Aber ansonsten sind wir eigentlich offen für alles. Das geht los mit Schlager und Folkmusik und Oldies, Blues, eigentlich alles, was querbeet, ne? Alles, was Spaß macht im Prinzip. Mehr als 100 Songs haben sie in ihrem Repertoire. Neben bekannten Klassikern auch ein paar eigene Songs, wie der Titel Digitale Welt. Na gut, wenn ich so mein Umfeld anschaue, dass die wenigsten Menschen sich noch auf sich selber verlassen und sondern immer auf irgendwelche Werte und Geräte und diese Tracker, kaum einer läuft ohne dieses Armband durch die Gegend. In meiner Praxis als Heilpraktikerin erlebe ich das noch mehr, ne, dass viele Leute gar nicht verlernt haben, auf ihr Bauchgefühl zu hören oder für sich selber zu sorgen oder selber zu merken, was ihnen gut tut. Und das habe ich eben in dieses Lied verpackt. Doch Silvia ist nicht der einzige Neuzugang von Camp. Auch Axel, der Drummer, ist erst seit kurzem mit von der Partie. Ich bin seit 2005 selbstständig als Forstdienstleister und Brennholzhandel. Ich hatte das Glück, zu Hause, auch im Ort, mit zwei Brüdern, oben in unserem Zimmer, da konnten wir immer laut sein. Nachbar hat sich unten hingestellt, auch im Sommerfenster auf, ob Sonntag, also auch in der Band gespielt später. Und eigentlich immer beigeblieben. Bis auch mal eine Pause, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Da hat es vom Stress und so einfach mal eine Pause, so gute 8-9 Jahre. Und dann durch meinen Bruder, der gibt Musikunterricht, dann nochmal gehört, Mensch, melde dich doch mal, die Suche unbedingt. Und dann hat es einfach geklappt, seit einem Dreivierteljahr. Neben Michael, Silvia und Axel gibt es aber noch ein viertes Mitglied von Camp. Peter Schmidt ist, wie sein Bruder, schon von Anfang an mit dabei. Allerdings nicht in der Rolle, mit der er ursprünglich angefangen hat. Ich spiele den Bass. Erst habe ich Gitarre gespielt, aber weiß nicht, irgendwie fehlte dann immer. Dann haben wir die Gitarre mit den dunklen Saiten bloß oben gespielt. Und bis der meine gesagt, wir brauchen Bass. Und dann habe ich mich da bereit erklärt und habe das ein bisschen geübt unter fachlicher Anleitung. Und seit 2,5 Jahren ungefähr spiele ich hier den Bass. Ja, einer muss das ja machen, ne? Aber es macht sehr viel Spaß und ich bereue das nicht und ist mein Liebstes jetzt. Seit nunmehr 8 Jahren ist das Quartett schon aktiv. Und es sieht nicht so aus, als würde sich daran in nächster Zeit etwas ändern. Auch wenn in den letzten Monaten viele Auftritte zum Teil kurzfristig abgesagt wurden, ist Camp in diesem Jahr schon für einige Gigs gebucht. Wer die Band einmal live erleben möchte, hat am 1. Mai beim musikalischen Frühschoppen in Niepas die Chance dazu. Dankeschön.